Kennst du diesen Fettfanz George? Er hat Sam verprügelt. Nein. Hey, hast du sie nicht mehr alle? Das ist ein ganz mieses Schwein. Diesen Schinken sollten wir räuchern. Glaubst du an Gott? Komische Frage. Wieso bist du nicht in der Schule? Du bist nicht Dad. Komm her. Du hast recht. Ich bin nicht Dad. Es muss was passieren, Sam. Wir sollten was unternehmen. Wenn du jetzt mit den Fingern schnipsen könntest und der würde tot umfallen, würdest du es tun? Ich wollte dich zu Sams Geburtstagsparty einladen. Ich weiß, dass ihr in letzter Zeit ein bisschen Stress miteinander hattet, aber er erzählt ständig, wie cool du bist. Wird ein geiler Spaß, meint ihr nicht? Dieser Fettwanz kriegt jetzt das, was er verdient hat. Ist ein affengeiles Wetter für eine Bootsfahrt mit Freunden. Was wird denn das? Ich drehe einen Dokumentarfilm. Ja, du stehst drauf, stimmt's? Lernen, am Rande des Abgrunds zu leben. Ein Junge greift nicht grundlos jemanden an. Du greifst doch ständig jemanden an. Halt jetzt die Klappe. Sollen wir Georgie Porty ein bisschen was mit gleicher Münze heimzahlen? Wenn wir ihm was antun, sind wir genauso mies wie er. Blasen wir die Sache ab. Er ist ein verwöhnter hirnoperierter Fettsack, der deinen Bruder verprügelt hat. Ich bin ein Mann, der seine Pläne immer gern verwirklicht. Was hattet ihr denn geplant? Fangen wir an zu spielen. Jeder wird erfahren, was wir getan haben, wenn sie die Videokamera finden. Aus den Augen, aus dem Sinn. Bei Jugendlichen gibt's immer mal Unfälle. Das war nicht bloß ein Unfall. Wenn du einen besseren Vortrag zu machen hast, dann spuck's aus! Du hast mal gesagt, dass uns das niemand verzeihen wird. Hilfe! Niemand! Ich will weg von hier! Man sollte der besten Idee nachgehen, die man hat. Sonst hängt man nur rum und weiß nicht, was man tun soll.